Freundin, Schwester? Ja, Freundin. Ja. Als sie zum Thema, als das Thema Glaube aufkam, bin sie... Ja, weil sie weiß, dass ich heute Morgen in der Kirche war. Ah, in welcher Kirche waren Sie denn? Ist das eine Landeskirche? Ja, evangelisch-lutherisch. Ah, und Sie sind gläubig? Ja. Wiedergeboren? Wiedergeboren? Ja? Nee, bin ich wiedergeboren. Also was genau glauben Sie? Ich glaube, also das normal christlich allgemeine. Meine Stimme. Alles gut. Einfach so zum... Sagen Sie. Glauben Sie, es gibt Gut und Böse? Ja, das glaube ich. Ja, was würden Sie als Böse bezeichnen? Mord und Totschlag. Ja, Sie auch. Ja, kann ich mir anschließen. Den Krieg in der Ukraine. Ja. Ja, voll gut. Ja. Würden Sie sich selber als guten oder als bösen Menschen bezeichnen? Weder noch. Ich bin irgendwas dazwischen. Die Antwort haben wir schon sehr oft bekommen. Sie? Ja, das ist das Gleiche. Die Menschen ist beides drin. Ja. Sowohl das Böse als auch das Gute. Ja. Richtig. Ja. Haben Sie schon mal gelogen? Natürlich. Logisch. Wie nennt man jemanden, der lügt? Bitte? Sehr gut. Wie nennt man jemanden, der lügt, hatte ich gefragt. Ach so, Lügner. Ja. Haben Sie schon mal gestohlen in Ihrem Leben? Nicht, dass ich wüsste. Mal was mitgelassen auf der Arbeit, eine Büroklammer oder so? Bleistift oder so, bestimmt. Ja. Da war dann noch ein ganz kleiner Diebstahl. Ja, wie nennt man jemanden, der was mitgehen lässt? Ja, das ist ja ein Dieb, ne? Ja, keine Ahnung. Also theoretisch würden Sie sich schon als Lügnerin bezeichnen und als Diebin? Oder wie kann ich das raushören? Das hört sich so allgemein an. Ja. So würde ich mich nicht beschreiben. Mhm. Ja, ja. Aber es kann passieren. Mhm. Konnte passiert sein. Ja. Jetzt ist es ja so, dass wir die 10 Gebote haben und dort steht, wir sollen nicht lügen und nicht stehlen. Wenn ich jetzt auf mein Leben blicke, dann merke ich, boah, ich habe schon gelogen und ich habe auch schon gestohlen. Und was mit Vater und Mutter ehren? Das ist, ja, da haben Sie mich. Das ist auch nicht immer so gut geglückt, muss ich dazu geben. Ja. Das heißt, eigentlich bin ich ja des Todes würdig, weil ich die 10 Gebote gebrochen habe, oder? Nee. Das was? Nee. Des Todes würdig. Wir glauben ja an Verzeihung. Der Tod kommt sowieso, ob man würdig ist oder nicht. Genau, die Frage ist aber, wo verbringe ich die Ewigkeit nach dem Tod? Verzeihen und vergeben. Mhm. Wen kann ich vergeben? Warum? Durch Jesus. Ja? Ja. Ach, wie kommst du? Wie komme ich zu der Antwort? Ja, das ist doch das Glaubensbekenntnis. Mhm. Jesus hat die Sünde auf sich genommen für uns. Halleluja. Ja, und daran glauben Sie? Ja. Wow. Wie kommt es, dass Sie daran glauben? Das kann ich nicht sagen. Da glaubt ja nicht jeder dran. Nee. Was passiert mit Menschen, die daran nicht glauben? Das weiß ich nicht. Habe ich mich ordentlich befasst. Okay. Jesus, ich glaube nicht an die Hölle. Sie glauben nicht an die Hölle? Nee. Aber Jesus selber spricht ja am meisten über die Hölle? Nee, das wüsste ich nicht. Doch, im Neuen Testament spricht er, also er spricht ziemlich viel von der Hölle. Ja, gut. Was sind Sie denn? Woher wissen Sie das alles? Wie beschäftigen Sie sich damit mit Religion? Aus der Natur kommt das ja auch. Nee, gut. Da haben Sie allerdings recht. Würde ich sagen. Aus welchem Glauben kommen Sie denn? Also ich komme ursprünglich aus dem Islam. Klar. Liberal-muslimisch muss ich dazu sagen. Und durfte vor 5 Jahren Jesus Christus kennenlernen. Persönlich kennenlernen. Was? Ja. Nee. Also nicht in leiblicher Form, so. Aber ich habe eine Erfahrung mit Jesus Christus gehabt. Mhm. Genau. Und durfte daher, also darf seit dem Zeitpunkt einfach glauben. Versucht aus meiner eigenen Selbstgerechtigkeit zu leben und dann hat sich Jesus Christus bei mir offenbart, gemeldet und gesagt, ich liebe dich, ich liebe dich, du bist ein Sünder, du hast den Tod verdient, aber ich gehe für dich ans Kreuz und sterbe diesen Tod, den du hättest verdient und dadurch kannst du leben. Und seitdem habe ich Jesus mein Leben gegeben, weil Jesus hat ja gesagt, kehrt um, tut Buße, denn das Reich ist nah. Und das ist das, was ich dann gemacht habe, Buße getan, um Vergebung gebeten für das, was ich falsch gemacht habe, weil Jesus sagt, wir sind alle Sünder. Würden Sie das auch so sehen? Nee. Warum? Also alle Sünder doch. Nee, also ich sehe das sowieso alles ein bisschen anders. Aber wir sind trotzdem befreundet. Das ist so schön. Ja, das ist so schön. Befreundet. Ja, das ist richtig also gut. Das, und ich necke sie dann manchmal. Und ich bin da ein bisschen auf der anderen Schiene sozusagen. Also, bin aber deswegen nicht ungläubig. Ja. Aber ich brauche dann nicht die Kirche dazu. Ich brauche die Kirche auch nicht. Da sind wir uns ja einig. Ja, aber ich brauch Jesus. Ja, gut. Der hat sich mir noch nicht so vorgestellt. Und haben Sie schon mal nach ihm gefragt? Oh, das tue ich ganz für mich. Ja, das ist reflektieren sehr gut. Darüber, das macht man schon. Ja. Nee, also Kirche trenne ich schon von Glaube auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, diese Menschheit ist gut, oder? Die Menschheit? Weil Sie eben meinten, wir sind keine Sünder. Warum sind wir keine Sünder? Ja, ich finde dieser Begriff Sünde oder Nicht-Sünde, das ist so eine
Ist absolut. Und da kommen immer Menschen, die dann sagen, wir sind schlauer als du. Wir sagen, du bist ein Sünder, du bist kein Sünder. Also praktisch diese fast politische Haltung, dass sich Leute dann über einen hinwegsetzen. Nein, ich finde, das muss jeder, es muss auch möglich sein, mal zu sündigen. Dafür ist man ein Mensch. Ja, da habe ich, liebe Gott, eben irgendwie Jesus falsch konstruiert. Ja. Die Frage ist, was oder wer oder was ist Sünde und wer hat das Recht, Sünde zu definieren? Richtig. Sind es wir, die Menschen, die sagen, das ist gut oder richtig? Oder gibt es eine höhere Macht, die möglicherweise sagt, das ist Sünde und das ist nicht Sünde? Da stehe ich jetzt davor, das muss ich nochmal überlegen. Ich glaube, Menschen können das nicht entscheiden. Aber die Gesellschaften haben ja so entschieden, was Sünde oder was juristisch belangt wird. Richtig, genau. Wenn man beim Ukraine-Krieg wieder anfängt, ist die Sünde pur. Ja. Und da frage ich nun eben, wo ist da der liebe Gott oder der Nicht-Liebe bzw. Jesus Christus? Wo sind die da, wenn da sowas passieren kann? Das unschuldige Menschen, unschuldig ist wahrscheinlich keiner. Ja, das ist immer wieder die Frage. Kinder. Warum lässt Gott Leid zu? Das ist immer die Frage. Ich glaube, weil der Mensch sich dafür entschieden hat, gegen Gottes Gebot zu rebellieren. Tod ist eine Konsequenz der Sünde. Römer 6, Vers 23 sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Sünde ist in diese Welt gekommen durch den Sündenfall. Ich weiß nicht, davon haben Sie bestimmt gehört, durch Adam und Eva. Und dadurch ist die Sünde. In der Schule. Heutzutage wird es ja nicht mehr so gelehrt. Nee, eben Religion. Genau. Dadurch kam ja Sünde in die Welt. Ja. So, dadurch kam Sünde in die Welt. Und diese Welt hat sich dafür entschieden, gegen Gott zu rebellieren. Jeder hier, der um uns rumläuft, selbst ich, wir haben alle uns dafür entschieden, ein Leben ohne Gott zu leben. Und deswegen ist Sünde in diese Welt gekommen. Wir haben uns für Sünde entschieden. Und Totschlag, Mord, Blutvergießen, das ist eine Konsequenz von Sünde. Ja, aber da werde ich doch hineingeboren. Ja. Ich als Kind weiß ich doch überhaupt nichts. Ja. Komplett. Da haben Sie recht, der Psalmist David, ich weiß nicht, ob er Ihnen was sagt, der hat den Psalm verfasst, er sagt, in Sünde wurde ich empfangen. Mhm. Aus dem Mutterleib wurde ich in Sünde empfangen. Das heißt, alle Menschen, die auf diese Welt kommen, sind Sünder. Ja gut, aber dann kann ich da gar nicht rauskommen. Dann kommen wir doch gar nicht raus. Es gibt eine Lösung und ich sage Ihnen das. Jetzt kommt's. Jesus Christus ist die Lösung. Wissen Sie warum? Gott sendet seinen einzigen Sohn, Jesus Christus. Er opfert eigentlich sich selbst. Mhm. Und Jesus lebt das perfekte Leben und stirbt am Kreuz für meine und für ihre Schuld. Diesen Zorn Gottes, der auf ihm lag am Kreuz von Golgatha, den hätten sie verdient und ich verdient. Wir sind des Todes schuldig. Wir haben das Gebot gebrochen. Und Jesus kommt, lebt dieses perfekte Leben. Sie könnten wirklich ein Pastor werden. Ich bin Predigerin. Ja, wollte ich sagen. Das ist ja klar. Genau. Sagen Sie mir doch mal, wie hat denn der liebe Gott diesen Sohn gekriegt? Diesen Sohn, Jesus, hat er den gezeugt? Der ist ja Gott. Genau. Wer war denn das? Da haben Sie allerdings recht. Sohn ist eine Bezeichnung. Gott nennt seinen Sohn Sohn, um einfach klarzumachen, wie nah, wie dieses Verhältnis zwischen ihm und dem Sohn ist. Letztlich ist ja nicht immer glauben wir daran, richtig, letztlich glauben wir daran, dass Gott sich selbst in Jesus Christus geopfert hat für mich und für Sie. Sprich, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Und Jesus sagt in Johannes 8, Vers 58, ehe Abraham war, bin ich. Das sagt Jesus. Und Jesus sagt auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn Jesus recht hatte, dann hat er vor Abraham gelebt. Sprich, konnte er gar nicht. Abraham ist Altes Testament, Genesis, erstes Buch Mose. So. Und Jesus kam 700 Jahre danach. Wie sie das alles so aus dem Ärmel schütteln. Ich liebe Jesus einfach so und habe die Bibel studiert und wollte verstehen, wer ist dieser Jesus? Und dieser Jesus hat gesagt, ehe Abraham war, bin ich schon. Jesus hat diese Welt gemacht. Alles ist durch ihn und für ihn und von ihm und zu seiner Ehre geschaffen. Ist das ja klar. Er ist ewig. Ja. Er ist der ewig ist. Er ist am Kreuz gestorben, aber Jesus sagt, glaubt an mich und ihr werdet gerettet werden. Diese Menschheit wird sterben, alle, jeder hier. Wir werden alle irgendwann sterben und der eine früher, der eine später. Bei uns ist es nicht mehr so weit weg. Und dann ist die Frage, wo geht ihre Seele hin? Aus dem Fenster erstmal. Ja, aber es ist eigentlich ist es so, als mein Mann gestorben ist, haben wir das Fenster aufgemacht, damit seine Seele rauskommt, ob ich daran glaube oder wissen nicht. Sie, wissen Sie, ich lache jetzt zwar drüber, weil ich sie super süß finde, aber das Problem ist leider, es ist wirklich so ernst. Jeder Mensch steht irgendwann von dem lebendigen Gott und muss sich verantworten für das, was er gemacht hat. Und wir werden laut der 10 Gebote so oder so gerichtet. Weil ich habe das Gesetz gebrochen, Sie haben das Gesetz gebrochen. Aber wir haben einen Fürsprecher, der für uns eintritt und sagt, ich bezahle für euch die Schuld am Kreuz von Golgatha. Und Sie haben die... Er hat schon bezahlt. Er hat bezahlt. Und die Sünde und der Tod ist besiegt. Ja. Es liegt nur noch an uns, dieses Werk am Kreuz zu ergreifen und zu sagen, Jesus, ich glaube das, was du für mich gemacht hast.
das spricht gerecht. Die Bibel sagt, der, der von keiner Sünde wusste, wurde für dich und mich zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit werden. Sprich, wenn Sie an Jesus Christus glauben und Jesus ihr Leben geben, wird die ewige Verdammnis nicht auf Sie warten, sondern Sie werden Jesus in Herrlichkeit sehen. Und ihre, ja, wie Seele sieht denn die Verdammnis aus? Die Verdammnis, es wird ein Höllenfeuer geben, es wird Geschrei geben, Zähne knirschen, Zähne klappern. Schlimmer, als es jetzt schon überall ist. Ich muss ja nur in die Disco gehen, aber habe ich das Geschrei ja schon. Also da übe ich schon mal dran, oder? Es wird 10.000 Mal schlimmer. Ich glaube, kein Mensch auf dieser Welt kann sich ausmalen, wie schlimm die Hölle sein wird. Wenn die Lebenden wüssten, was die Toten wüssten, dann würde diese ganze Welt Jesus Christus nachfolgen. Wenn wir wüssten, was die Toten bereits wissen, dann würden wir Jesus nachfolgen. Wissen Sie warum? Weil die Hölle das schrecklichste Ort ist. Diese Welt ist vergänglich und es gibt nur A oder B. Und diese Welt will uns weismachen, es gibt eine Grauzone, jeder soll seine eigene Wahrheit finden. Es gibt aber nur einen, der von sich gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das war Jesus. Kein anderer, keine andere Religion hat das bezeugt, kein anderer Prophet. Es gibt nur einen, der das von sich behauptet. Und er darf das behaupten, weil er war ohne Sünde. Und er lebt dieses perfekte Leben, damit sie ewiges Leben haben. Das heißt, wenn Licht ist vielleicht gar nicht. Ewiges Leben, ich finde das jetzt schon anstrengend. Ja, ist es ja. Sie werden so oder so ewig leben. So oder so. Die Frage ist, Verdammnis, hör mal. In der Hölle oder im Paradies. Richtig. In der Hölle. Hör mal, die Hölle gibt es nicht. Ich sage Ihnen, die Hölle existiert genauso. Nur weil wir sie nicht sehen, heißt es nicht, dass sie nicht existiert. Ja, aber wenn die so schlimm ist, wie sie beschreiben, schreien und so weiter, dann werde ich als Mensch, so wie der ich ja nun war, oder nachher die Erdekrümel oder was ich bin, dann werde ich ohnmächtig, dann kriege ich das gar nicht mehr mit. Sie kriegen das mit, weil ihre Seele lebt weiter. Sie werden, wenn sie sterben, weiterleben. Ihre Seele lebt ewig. Sie sind nicht dazu geschaffen, ja, irgendwann furchtbar. Nicht. Also das finde ich echt. Sie wurden nicht dazu geschaffen, um zu sterben. Ihr Leben ist so wertvoll. So, sie sind so eine wertvolle Person. Und Gott hat sie nicht geschaffen, dass sie irgendwann sterben. Sie ihr Leben gegeben haben. Ja, aber das ist schade. Ich glaube, Ihre Freundin wird Sie gerne im Himmel wiedersehen, oder? Ja, sie kommt auch in den Himmel. Meinen Sie? Bestimmt. Auch wenn sie Jesus nicht annimmt? Ja. Aber die Bibel sagt, wer Jesus Christus nicht annimmt, wird nicht gerettet. Ja. Also, das ist aber streng. Das ist ganz schön streng. Ich glaube trotzdem, dass das nicht so geschieht. Nee, es geht mehr ums Leben, Verhalten und nicht jetzt. Ich kann die auch nicht mehr denken. Ja, Jesus sagt ja, also die Bibel glaubt, dass Jesus das Wort Gottes ist. Am Anfang war das Wort und das Wort wurde Fleisch. Ne? Das Wort wurde Fleisch und ich glaube, dass Jesus Christus das Wort Gottes ist. Ne? Ja. Jesus sagt, er ist die Wahrheit und Jesus sagt auch, wer nicht an mich glaubt, wird gerichtet. Die Wahrheit und das Licht. Ja, ja, Amen. Ja. Und er sagt, wer nicht an mich glaubt, wird gerichtet. Also entweder hat Jesus die Wahrheit gesprochen oder er war ein Lügner. Und die Frage Nein, das ist, war er natürlich nicht. Wenn er die Wahrheit gesprochen hat, dann kommt jeder, der nicht an ihn glaubt. Aber es gibt an anderen Bibelstellen auch anderes. Vieles ist auch Interpretation und was man glauben will. Ja, auf jeden Fall. Also ob ich jetzt es gibt viele Sachen, die interpretiert werden können, ja. Aber die klaren Worte Jesu können so in dem Fall, glaube ich, nicht interpretieren. An anderen Stellen auch andere Worte. Ich kann das jetzt nicht rausholen. Es gibt kein Bibelfest, wo steht, dass alle Menschen gerettet werden, wenn Sie das meinen. Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Es war aber trotzdem sehr spannend, mit Ihnen darüber zu sprechen, dass Sie so offen dafür waren. Finde ich richtig, richtig cool, dass man generationsübergreifend auch in einen Diskurs kommen kann. Ich will sie im Himmel wiedersehen. Ja. Ich will sie im Himmel wiedersehen. Ja. Ich will mir Mühe geben. Ich habe auch vieles gut zu tun. Ja, aber das Problem ist, wir sind ja keine guten Menschen. Das ist ja das Problem. Na, das lasse ich mir nicht. Ich bin ein guter Mensch, wenn ich sein will. Und wenn ich böse sein will, dann bin ich böse. So. Die Bibel sagt, wir sind alles keine guten Menschen. Alles verstehen oder Jesus oder er sagt, wir sind alles keine guten Menschen. Sonst wäre er ja nicht am Kreuz für uns gestorben. Ja. Aber wissen Sie, was ich zu Hause als, ich bin so ein Sprüchesammler. Ja, und unter Shakespeare, der schreibt, das Leben, man ist lang, es ist also im Grunde nur ein langer Schlaf vorweg. Dazwischen ist das Leben und dann gibt es wieder einen langen Schlaf. Das Leben ist eigentlich eine Zeit zwischen zwei langen Schlafen, wie auch immer. Also, aber gut, in der Zwischenzeit kann man natürlich sich dann mit Jesus beschäftigen, das stimmt. Kann man, ich glaube,
das Problem ist, das Leben ist so kurz. Das stimmt. Das Leben ist so kurz. Und so schnell. So schnell. Ja. Aber es geht weiter danach. Und die Ewigkeit ist ewig. Und da ist die Frage, welche Entscheidungen treffe ich hier in diesem Leben, die Ewigkeitsrelevanz haben? Richtig. Haben Ihre Entscheidungen Relevanz für die Ewigkeit? Und das ist die Frage, wo geht Ihre Seele hin? Und ich glaube, das ist die Frage, die wir uns alle stellen müssen, weil das Leben kann nicht nur bei älteren Leuten, gerade auch bei jüngeren Leuten, von heute auf morgen durch Autounfälle, durch alles, durch Krebs, durch jede Krankheit, kann heute Morgen zu Ende sein. Und dann ist die Frage, an was haben wir geglaubt? Ja. Was machen Sie denn mit Kindern, die mit 12 schon sterben oder mit 8? Sind die können ja noch gar nicht sowas entscheiden. Das Entscheidende ist, Jesus, was habe ich geglaubt, sondern was habe ich getan? Aber mit 10 oder 12, was hast du denn da getan? Ja, nee. Deine Mutter erfreut oder auch nicht. Ja, zum Beispiel. Also da drehen wir uns irgendwie im Kreis. Aber Jesus sagt, es ist nicht das, was ihr tut, sondern er hat gesagt, eure Werke retten euch nicht. Er sagt, eure Werke sind nichts. Er sagt, Glaube rettet, nicht eure Werke. Der Römerbrief. War das nicht Luther? Luther hat es aufgegriffen. Ja. Luther hat reformiert? Richtig gut. Luther hat es aufgegriffen. Nicht von der Taufe wird ihr gerettet, nicht von der Konfirmation. Das rettet euch nicht. Genau. Sondern der Glaube allein rettet euch. Das heißt, nur der Glaube und die Umkehr zu Jesus Christus retten uns. Und wo studieren Sie denn Theologie? Ich studiere Theologie in Stuttgart. In Stuttgart? In Stuttgart. Bei den Schwaben. Bei den Schwaben, im Schwabenland. Ja, aber das ist ja keine Konfession. Ich gehöre zur Freien Kirche. Freikirche. Genau, Freikirche. Das heißt, wir können unabhängig vom Staat predigen, was in der Bibel steht, ohne dass wir dafür... Gut. Ja, Calvin zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, der wird auch öfter mal zitiert bei uns. Ja. Wegen Freikirche. Genau. Ja. Wieso, kennen Sie hier eine calvinistische Freikirche in Hamburg? Genau, bei uns um die Ecke ist eine. Welche? Hilft dir selbst, so hilft dir Gott, hat mein Vater immer gesagt. Wir selbst können uns nicht helfen. Oh, glauben Sie. Wenn Sie einen Nagel irgendwo einschlagen und warten auf den lieben Gott, dass er das einschlägt, das muss ich selber machen. Das können Sie selber machen, ja. Aber Ihre Seele retten, das können Sie nicht selber. Nein. Schöner Whisky ist auch nicht schlecht. Ich freue mich über das Gespräch. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit. Es war richtig spannend. Wie war Ihr Name? Das sage ich nicht. Also das sagen Sie nicht. Renate? Nee. Gudrun? Nee. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Du übersetzt mir das dann nochmal. Alles Glück. Ja. Und dann wünsche ich Ihnen richtig guten...